Ihr Lieben, ich begrüße euch zu unserer Werkstunde für die Schulwoche 12. Ich möchte euch heute zeigen, wie man diese kleinen Bäumchen aus Ästen und Wollfäden macht. Und dazu besprechen wir dann, welches Material wir brauchen und wie das funktioniert. Du brauchst für die kleinen Bäumchen dünne Äste. Ich habe die im Wald hinterm Haus abgeschnitten mit so einem Gartenzicker. Gut aufpassen, die sind sehr scharf. Es ist ideal, wenn du gerade nimmst, Haselnüsse und solche. Das erleichtert dir die Arbeit. Dann brauchst du Wolle. Ich habe mich für grüne und rote entschieden. Grüne natürlich, weil Tannenbäume grün sind, aber du kannst ja als Schmuck für Goldfäden entscheiden oder lila Wolle verwenden. Wie du das magst. Dann brauchst du natürlich, um die Wolle abzuschneiden, Schere. Und ich habe dann nur immer an die Spitze des Baumes so einen Stern geklebt, Gold oder Silber, je nachdem, was du magst. Dann brauchst du eine Heißklebepistole oder wieder Flüssigkleber, was du zu Hause hast. Beides funktioniert. Ich habe mir zusätzlich so ein Holzstäbchen gerichtet, dass ich beim Kleben nicht meine Finger benutzen muss, weil es immer sehr heiß ist. Okay, dann können wir schon starten. Von einem dünnen Ästchen schneide ich eine gewisse Länge ab. Das kannst du entscheiden, wie groß du das Bäumchen haben möchtest. Die ganz kleinen gebe ich weg. Dann schauen wir das schon mal so grob an. Mein Baum wird circa so groß. Dann kann ich das sehen. Nicht so breit auseinander, weil ein Baum ist ja kein Dach. Ungefähr so. Er wird natürlich ein bisschen schief, aber das ist der Charakter von diesem Werkstück. Dann brauche ich unten einen Rand. Den misse ich auch so ab. Immer gut achten mit diesen Zwickern, mit diesen Gartenschere. Und was mir da von meinem Ast übrig bleibt, schneide ich in die Hälfte. Das ist jetzt ein bisschen ungenau geworden. Genau, das ist der Stamm. Und auch für den brauche ich eine Ende. Schere und die Äste zusammen. Die brauche ich vorläufig nicht. Dann habe ich einmal mein Bäumchen grob aufgelegt. Jetzt muss ich es kleben. Ich habe mich eben für die Heißklebepistole entschieden und klebe mal dieses Dreieck. Im Endeffekt nichts anderes. Als die beiden aufeinander geben und ein paar Sekunden halten. Währenddessen kontrolliere ich immer, ob das passt. Ich brauche ein bisschen mehr Kleber. Wenn man das da oben zieht, macht es nichts, weil da kommt dann auch der Stern drauf. Und ein bisschen sehen tut man den Kleber sowieso. Genau. Ich muss nur mehr halten. Dann halte ich das so zusammen. In die unteren Teile der Äste und gebe da auch Kleber drauf und halte meinen unteren Rand hin. So weit auseinander geht dann das Bäumchen. Wieder ein bisschen festhalten. Da ist Kleber daneben geronnen. Wenn das fest ist, ist das gar kein Problem. Das kann man einfach abziehen von jeder glatten Fläche. So, mittlerweile hält es, du kannst es sehen. Und die Äste für den Stamm, die lege ich mir vorläufig zur Seite. Die verwende ich erst später. Jetzt geht es ans Wickeln. Da beginne ich oben und gebe einen ganz kleinen Tropfen Kleber ganz an die Spitze rauf. Und da hänge ich die Wolle ein.
wieder ein bisschen warten, bis das trocken ist. Genau. So kann ich mal Stäbchen verwenden, damit die man nicht meine Finger verbrennt. Okay, bis die Wollfaden abwickeln und dann kannst du wickeln, wie du möchtest. Und herum immer ein bisschen spannen. Das ist ganz wichtig, sonst hängt es so lasch herum. Dann runter in die Ecke, wieder rauf, gerade durch, noch einmal wieder rundherum in die andere Ecke. So viel du magst und so oft du magst. In dem Fall bin ich jetzt fertig und klebe den Rest wieder an. Kleine Tropfen und den grünen Faden drauf und wieder bis sie halten. Gefällt mir in diesem Fall noch ein paar rote. Den Faden klebe ich gleich. Nein, das ist fest geworden. Und wieder einen kleinen Tropfen Kleber. Halte den roten Faden dran. Bis sie warten. Und weiter wickeln. Rot nehme ich nicht so viel, weil es einfach nur ein gewisser Schmuck sein soll durch das Rot. Das ist kein Problem. Okay. Und wieder ankleben. Du siehst, das ist alles ganz einfach. Und du kannst es so machen, wie es dir gefällt. Du kannst auch vorher, ich zeige dir das, wie bei diesen Bäumchen, da habe ich im Vorfeld, bevor ich geklebt habe, einfach den Ast umwickelt. Schaut auch hübsch aus. Du kannst anders wickeln oder du kannst ganz dicht wickeln, dass man die Äste auch gar nicht mehr sieht, wie du magst und wie es dir gefällt. Jetzt schneide die Wolle ab und bin mit der Wolle fertig. Jetzt kommt mein Stamm. Dazu gebe ich auf die beiden längeren Äste wieder einen Tropfen Kleber, so wie vorher. Das fest, bis es trocknet. Das geht immer ganz schnell. Auf die Enden ebenfalls. Und das Querhölzchen drauf. Auch wieder warten. Während es trocknet, legen wir das so über die Schere, dass nicht am Boden ist. Entscheide mich für einen Stern. Wie groß der passt. Ich werde diesen nehmen. Den klebe ich an die Spitze. Und der Baum ist fertig. Du kannst ihn an ein Fenster kleben, hängen. Du kannst ihn an den Christbaum stecken, wie du möchtest. Danke und auf Wiedersehen.